der Embedded World 2024 zeigen wir auch etwas Neues zum Thema Datenmanagement. Die Designdaten von Elektronikdesigns werden immer komplexer und umfangreicher. Das liegt zum Teil an gesetzlichen Vorschriften, aber auch an einfach Obsoleszenz oder Lieferschwierigkeiten von Bauteilherstellern, sodass sie wissen müssen, wo im Design die abgekündigten oder schwer zu beschaffenden Bauteile verbaut sind. Das heißt, das finden Sie über die Stücklisten raus, wo in welchem Design etwas verbaut ist. Und dann können Sie gucken, welche alternativen Bauteile es gibt, welche Second Source Sie da verwenden können und ja, letztendlich den Zugriff haben. All das ist möglich durch die sehr enge Integration in die CAD-Tools, nicht nur in Cadence-Tools wie Orcad und Allegro, sondern auch andere Tools. Das Ganze ist also eine offene Plattform, die immer auf nativen Daten basiert. Das heißt, man kommt immer an die Daten ran, es ist nichts verschlüsselt. Und Sie können über die Schnittstellen dann Informationen von zum Beispiel Ultralibrarian über Symbole, Footprints und 3D-Modelle per Knopfdruck runterladen und in Ihre Bibliothek per Freigabeprozess einbinden. Sie können Informationen über Preise, Lieferfähigkeiten von Distributoren im Web runterladen und dann letztendlich abgleichen und darauf reagieren und so immer up to date sein. Mit einem einfachen Knopfdruck ist Ihre ganze Bibliothek abgedatet mit den neuesten parametrischen Daten. Das Library Management ist eben für Obsolescence Management, End-of-Life Management, Abkündigungen, Second Source ein sehr wichtiges Thema. Wie gesagt, wenn Sie dazu mehr wissen wollen, rufen Sie uns an, melden Sie sich oder schauen Sie auf unserer Webseite flowcat.com vorbei.